wenn ich Eier trennen möchte, geht es jedes Mal schief. Ich bekomme es einfach nicht hin. Deswegen habe ich mich jetzt mal auf der Frag-Mutti-Seite umgesehen und habe einen tollen Tipp bekommen, wie man Eier ganz einfach und schnell trennen kann. Und zwar anscheinend mit Hilfe von ganz normalen Plastikflaschen. Ich werde es mal versuchen, kann aber nichts versprechen. Also, ich nehme mir ein Ei, an einer scharfen Kante aufschlagen und so wie ich das bei Frag-Mutti gelesen habe, einfach in einen Teller kippen. Jetzt wird spannend. Ich habe es noch nie gemacht. Ich versuche es mal mit der großen Öffnung, mit der großen Plastikflasche. Anscheinend eindrücken, Druck erzeugen, auf das Eigelb setzen und einziehen. Ich versuche es nochmal. Also mit der großen Flasche ist es nicht möglich. Das Eigelb ist komplett kaputt gegangen. Also wie gesagt, mit der großen Flasche hat es nicht geklappt. Neuer Versuch mit der kleinen Flasche. Es hat funktioniert. Eigelb in der Flasche, Eiweiß auf dem Teller. Super! Also, endlich kann ich Eier trennen, ohne dass ein Riesenmassaker entsteht. Das Eigelb ist in dem Einbehälter, das Eiweiß ohne Eigelb im Teller. Für viele weitere Tipps könnt ihr unseren Channel abonnieren und immer schön Daumen hoch!